Defi Forces sind eine Branchenstrukturanalyse, mit denen man einen Überblick bekommt über die nach Porter relevanten Wettbewerbskräfte, um die ökonomische Attraktivität eines Marktes oder einer Branche feststellen zu können. Diese Defi Forces zählen zur mikroökonomischen Analyse eines Marktumfeldes und werden in der Gesamtanalyse durch eine sogenannte makroökonomische Analyse, in der Regel eine PEST- oder STEP-Analyse, unterstützt. Die Wettbewerbskräfte nach Porter lassen sich unterteilen in genau 5, deswegen eben auch die Five Forces, das ist relativ naheliegend. Die Rivalität unter den bestehenden Unternehmen, die Bedrohung durch potenzielle Konkurrenten, die Verhandlungsstärke der Lieferanten und Abnehmer sowie die Bedrohung durch Ersatzprodukte. Betrachtet man die Rivalität unter den bestehenden Unternehmen, so gilt grundsätzlich, dass die Marktattraktivität nachlässt, umso stärker die Rivalität unter den bestehenden Unternehmen ist. Das ist deswegen so, weil zum Beispiel als Determinanten der Rivalität festgelegt werden nach Porter das Marktwachstum, die Produktdifferenzierung, die Umstellungskosten, die Marktform, die Marktaustrittsbarrieren und das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage. Schaut man sich nun das Marktwachstum an, so kann man erkennen, dass grafisch gesehen der Markt wie ein klassischer Lebenszyklus über die Zeit im Umsatz zunimmt und dann irgendwann sein Maximum erreicht und irgendwann eben den Nullpunkt erreicht. Der Markt also aufhört zu existieren, zum Beispiel der Markt für Tamagotchis aufgehört hat, irgendwann zu existieren. Unterteilt man nun diesen Markt in verschiedene Phasen, wie zum Beispiel in die Einführung, Wachstum, Reife und Degeneration, so kann man für die verschiedenen Phasen feststellen, dass der Markt unterschiedliche Intensitäten des Wachstums aufzeigt. In der Einführungsphase wächst er normalerweise relativ stark, in der Wachstumsphase erreicht er irgendwann seinen Wendepunkt, das Wachstum nimmt langsam ab, in der Reifephase erreicht er seinen Höhepunkt, das Wachstum wird negativ und in der Degenerationsphase ist der Markt irgendwann am Ende angekommen und die Rivalität der Unternehmen im existierenden Markt ist natürlich vergleichsweise gering, solange der Markt wächst. Das heißt, in der ersten Hälfte sozusagen dieser Darstellung ist die Rivalität noch vergleichsweise niedrig. Sie nimmt allerdings im Verlauf zu und erreicht ihren Höhepunkt eigentlich kurz vor dem Ende des Marktes, also in der Phase, wo die Unternehmen noch versuchen, mit allerletzter Kraft, mit allerletzten Mitteln ihre Produkte loszuwerden, bevor die Nachfrage völlig nachlässt und auf Null absinkt. Die Bedrohung durch potenzielle neue Konkurrenten hängt nun von den Markteintrittsbarrieren ab, also der Frage, inwieweit es neuen Unternehmen eigentlich möglich ist, in diesen Markt überhaupt einzutreten. Dafür unterteilt man die Markteintrittsbarrieren in strategische Markteintrittsbarrieren, ökonomische Markteintrittsbarrieren und politische Markteintrittsbarrieren. Die strategischen Markteintrittsbarrieren können wiederum unterteilt werden in Überkapazitäten, Limit Pricing, Werbedruck. Die ökonomischen Markteintrittsbarrieren können unterteilt werden in Betriebsgrößenvorteile, Produktdifferenzierung, Kapitalausstattung, Zugang zu Vertriebskanälen und größenunabhängige Kostenvorteile. Und den letzten Kreis bilden die politischen Markteintrittsbarrieren, die unterteilt werden können in Zölle, Subventionen, Lizenzen oder nationale Standards. Am Beispiel der Betriebsgrößenvorteile soll kurz dargestellt werden, wodurch die Bedrohung existiert. Betriebsgrößenvorteile sind solche Vorteile, die Unternehmen zumindest bei der klassischen Annahme von Kostenstrukturen und Produktionsstrukturen dadurch erreichen, dass sie möglichst viel produzieren und aufgrund der hohen Produktionszahlen zum Beispiel Lernkurveneffekte haben, die dann dazu führen, dass die Durchschnittskosten sinken. Und diese sinkenden Durchschnittskosten eben nur zu erreichen sind für solche Unternehmen, die im Markt vergleichsweise viel produzieren und natürlich auch abgesetzt bekommen. Die Durchschnittskosten eines Unternehmens, was nun neu in diesen Markt eindringen möchte, sind erfahrungsgemäß am Anfang erst einmal höher,
weil dieses Unternehmen A, weniger Marktanteil hat. Das heißt, es muss diesen Marktanteil erst aufbauen und muss eben Nachfrage generieren können. Dadurch, dass es wenig Nachfrage hat, kann es wenig Produkte produzieren oder sollte es wenig Produkte produzieren. Dadurch, dass es wenig Produkte produziert, sind die Durchschnittskosten vergleichsweise zumindest hoch hier dargestellt, eben am Beispiel des Unternehmens Y, was einen relativ kleinen Marktanteil in diesem Markt besitzt. Ein weiterer Faktor ist die Verhandlungsstärke der Lieferanten. Auch hier gilt, umso höher die Verhandlungsmacht der vor- und nachgelagerten Stufe, das heißt also in dem Fall geht es um die Lieferanten tatsächlich und der Abnehmer, umso geringer die Marktattraktivität. Am Beispiel der Lieferanten lassen sich die Determinanten der Verhandlungsstärke konkretisieren durch die Marktform auf der einen Seite, die Produktdifferenzierung, die Wechselkosten, die Bedeutung der Branche für die vor- bzw. nachgelagerte Industrie und die Bedrohung durch Vorwärts- bzw. Rückwärtsintegration, dann eben, wenn es sich um die Abnehmer handeln würde. Am Beispiel der Marktform kurz dargestellt, das Monopol als eine der drei klassischen Marktformen zeichnet sich dadurch aus, dass wir auf der Angebotsseite ein Unternehmen haben, auf der Abnahmeseite viele Unternehmen haben. Dies führt normalerweise dazu eben, dass die Verhandlungsstärke dieses Lieferanten, also dieses Anbieters, dieses Monopolisten sehr hoch ist, da die Unternehmen keine Möglichkeit haben, auszuweichen. Würde die Möglichkeit bestehen, allerdings der Rückwärtsintegration, dann würden diese Unternehmen eben hingehen und das Produkt gegebenenfalls selber produzieren. Dadurch würde die Verhandlungsstärke des Lieferanten sich relativieren. Die Verhandlungsstärke der Abnehmer lässt sich sehr schön am Handel zeigen. Der Handel zeichnet sich in Deutschland durch eine oligopolistische Marktstruktur aus. Der Wettbewerb in diesem Markt ist relativ hoch, wie das bei einem Oligopol klassischerweise auch der Fall ist. Man hat einfach nur wenige Harddiscounter zum Beispiel, auf die man zugreifen kann. Jeder kennt das, Aldi, Lidl, Penny und wie sie alle heißen, haben aufgrund der Tatsache, dass sie einen extrem hohen Marktanteil im Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel besitzen, eine sehr hohe Verhandlungsmacht. Sie sind sozusagen, man nennt das in der Ökonomie die Bottleneck Facility, also der Engpassfaktor eben. Auf der anderen Seite, bei den Abnehmern sind die privaten Endkunden, die sind nun vergleichsweise wenig organisiert und haben deswegen eben auch kaum Verhandlungsmacht. Das ist so das klassische Problem, was wir eben haben, wenn wir zu Aldi gehen und nicht darüber verhandeln können, ob wir die Wurst nun 20 Cent billiger bekommen oder nicht. Ersatzprodukte bedrohen die Marktattraktivität in erster Linie dadurch, dass sie ein Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, was aus Sicht des Abnehmers attraktiver ist, oder Wechselkosten verhindern bzw. verursachen oder verringern, sodass dem Kunden die Möglichkeit besteht, auf dieses Ersatzprodukt auszuweichen. Grundsätzlich gilt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis relevant ist, sodass bei gleicher Leistung und weniger Kosten, bei gleichen Kosten oder mehr Leistung oder bei weniger Kosten und mehr Leistung das Ersatzprodukt attraktiver erscheint. Dies lässt sich sehr schön am Smartphone zeigen, da das Smartphone sowohl ein Beispiel dafür ist, dass ein Ersatzprodukt quasi das Ursprungsprodukt ersetzt hat. Klassischerweise das Ursprungsprodukt, das Telefon, also das Festnetztelefon oder eben auch die Fotokamera, mit der der Privatkunde normalerweise seine Fotos aufgenommen hat. Und hier wirkt das Smartphone quasi als Ersatzprodukt, da normalerweise zumindest heutzutage kaum noch Fotos über eine normale Kamera aufgenommen werden, sondern eher über ein Smartphone. Was haben wir gelernt? Porter hat mit seinen fünf Wettbewerbskräften einen Überblick geliefert darüber, wie man die ökonomische Attraktivität eines Marktes analysieren kann, hat uns Instrumente an die Hand gegeben, die man quasi wie einen Waschzettel abarbeiten kann, um die Attraktivität von Märkten aus ökonomischer Sicht zumindest betrachten zu können.